Heute ist der ideale Tag, um meinen unter Anführungszeichen Langzeittest der Heli Context Winterjacke Level 7 zu präsentieren. Wenn du wissen willst, was dieses nette Teil kann, bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Es freut mich außerordentlich, dir einen Langzeittest, also 1,5 Jahre, von dieser wunderschönen Jacke hier zu präsentieren. Ich glaube, dass heute der ideale Tag ist, denn es ist richtig kalt, alles ist gefroren. Hier auf waldurlaub.at beim Bushcraft Areal. Es kommt zwar relativ bald jetzt dann die Sonne, ja, aber bis dahin muss ich noch durchhalten und setze meine Level 7 Jacke ein. Und da möchte ich gleich eines dazu sagen. Ich habe die in der kalten Jahreszeit wirklich sehr, sehr gerne mit dabei, beziehungsweise an. Und nach ungefähr 1,5 Jahren kann ich dir sagen, wo so die Vor- und Nachteile liegen. Also eines muss ich gleich dazu sagen, ich habe ja auch Carinthia und andere getestet. Was mich bei dem hier, wobei der Preis absolut heiß ist, auch das ist billige Eigenwerbung, ich gebe da unten den Link, schau dir den Preis an, also der ist nicht vergleichbar mit all den anderen. Aber was mich über die Zeit schon ein bisschen, was ich vermisst habe, ist da eine Tasche. Ja, jetzt kannst du sagen, dich interessiert das nicht, aber für mich ist diese Tasche, oder vielleicht, weil ich auch konditioniert bin von anderen Jackenherstellern in dieser Kategorie, dass ich immer da hergreifen mag. Ist so, das macht aber nichts, denn sonst ist diese Jacke absolut großartig. Du bekommst meiner Meinung nach für wenig Geld, und ich bin nicht von Heli Context gesponsert, möchte ich gleich dazu sagen, überhaupt nicht. Du kriegst für wenig Geld viel Jacke. Echt jetzt. Sie ist vielleicht nicht ganz so warm wie eine MiG 3.0. Okay. Sie ist vielleicht nicht in allen Bereichen mit allen Details so ausgefeilt wie eine MiG 3.0. Dafür zahle ich aber auch nur einen Bruchteil davon. Und da muss ich da echt sagen, wenn ich eine schöne Jacke will, wenn ich die einfach so haben will, weil ich es haben will, dann nehmen wir vielleicht die MiG, weil ich will zeigen, dass ich eine MiG habe. Aber eins sage ich da auch. Wenn du da im Wald herumkreist, wie man so schön sagt, wenn du am Lagerfeuer sitzt und immer wieder Angst haben musst, dass eine Funke rüberfliegt und dir ein Loch brennt, wenn du sagst, die Jacke wird stinken wie Sau, weil ich schwitze wie Sau, weil ich mich bewege, weil Harz drauf kommt, weil sie dreckig wird, dann muss ich da eines sagen. Ich muss das sagen, da reicht die 100-mal aus. Weil da mache ich lieber weniger Geld hin als die große. Weil genau diese Anwendungen, die ich da jetzt gesagt habe, wenn du durch den Fichtenwald marschierst und dich vielleicht irgendwo aufspießt, ja, oder irgendwas aufreißt, ja, oder Funken drauf fällt, all diese Dinge, da ist es vollkommen egal, ob ich die ganz teure super Trooper-Jacke habe, die noch einmal einen Ticken besser ist, muss man dazu sagen, oder eben die günstige. Kann ich da echt sagen, sehe ich ganz einfach so. So, Isolationswert ist, wenn du jetzt das vergleichst mit einer MiG, schon etwas niedriger, aber absolut ausreichend. Ich habe jetzt hier drunter noch, schau, also ich stehe jetzt hier mit Primal Lifestyle vom Obi. Ja, ich bin auch immer blatt, aber das liegt nicht am Obi, das liegt an mir. Im kurzen Level mit einer ganz dünnen Jacke von, das ist die Tasmanian Tiger. Habe ich auch vorgestellt, oben beim Mikkelken, wurscht, ja. Eine ganz dünne Jacke, kurzes Level und dann das nette Ding hier. So, es ist hier arschkalt, es zieht auch immer wieder der Wind durch. Meine Glatze sagt, setz eine Haube auf, setz eine Haube auf. Mache ich aber nicht, ja, mache ich nicht. Aber der Punkt ist, es ist warm. Und ich bin da erfroren, ich hasse Kälte. Ich mag Kälte nicht, wirklich. Hassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag sie nicht sonderlich, überhaupt nicht. Und es ist warm. Wenn ich jetzt bedenke, wenn ich jetzt hier vielleicht noch in Bewegung bin, was ich tun sollte, um die Wampe runterzukriegen, das ist, glaube ich, die Idee von Primal Lifestyle. Ja, wenn ich Bewegung mache, dann wird es irrsinnig schnell, also ich merke das jetzt, es wird irrsinnig schnell warm, weil einfach nichts rauskommt. Das ist aber ein Plastiksackerl. Das bedeutet, wenn du jetzt da nach oben marschieren willst, da im Bushcraft-Areal auf den höchsten Berg und absolute Aussicht zu haben und dich vom Wind holen zu lassen heute, weil da blaft nämlich oben der Wind drüber, es ist eiskalt, also der Windchill ist Wahnsinn. Aber der Punkt ist, dann wirst du schwitzen wie Schwein, also es ist wie ein Sackel. Das war bei Carinthia genauso, das ist egal, ja. Das ist wie ein Sackerl. Du schwitzt wie Sau. Und da hat jetzt Carinthia zum Beispiel die Möglichkeit, hier etwas aufzumachen. Das kann man aufzippen, wie ich das kenne. Das habe ich hier nicht. Das heißt, ich schwitze hier drinnen leichter. Aber ich zahle nur einen Bruchteil. Also, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich würde dann ohnehin sagen, wenn es dann kühl wird, machst du hier auf und nimmst die Jacke, die man auch extrem komprimieren kann. Also ich mache da jetzt nicht alles, weil ich habe die Tasche auch komplett voll, die man auch schön komprimieren kann und läufst so weiter. Ja, wenn es denn sein muss. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob da ein Kompressionszack mit dabei war.
Ich weiß jetzt nicht. Bitte schau das an, ich gebe dir unten den Link, wo du es kaufen kannst. Da ist sicher eine Leistungsbeschreibung mit dabei. Das weiß ich jetzt nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn keine dabei sein sollte, dann kauf dir eine. Du kannst das schön zusammenkomprimieren und in den Rucksack reinwerfen. Das heißt, es kann auch eine Art Notjacke sein. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht. Ja? Ein bisschen übertrieben, weil sie doch einiges an Volumen und auch ein bisschen Gewicht hat. Aber wenn ich in winterlichen Bedingungen unterwegs bin und jetzt sage, es ist aber heute, ich bin irgendwo unterwegs im Mittelgebirge, es kann zu einem Wetterumschwung kommen. Jetzt momentan hat es zwar 4 Grad plus und ich brauche die Jacke nicht, weil sie da vielleicht überdimensioniert ist, dann packe ich sie mir in den Rucksack mit ein und packe sie dann ein, wenn ich wirklich nicht mehr weiter kann oder wenn es kalt wird oder wenn es einfach nicht mehr geht und die Sonne wegkommt und der Wind oder was auch immer. Sie ist winddicht. Kann ich da auch sagen, sie ist aber nicht wasserdicht. Also das muss ich gleich dazu sagen, die ist nicht wasserdicht. Also wenn du glaubst, das perlt alles an dir ab und du sagst, boah, ich stehe da wie der King. Nein, das geht nicht. Es ist wasserabweisend. Ich habe sie noch nicht imprägniert, werde ich auch nicht tun. Es ist, wenn jetzt ein bisschen Feuchtigkeit draufkommt, perlt das ab. Aber mit der Zeit wird sie ganz einfach nass. Auch wenn du, mir ist es passiert, dass ich mich aufgestützt habe, ja, und dann, da war Schnee. Oder war das Eis, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, es war dann hier komplett nass. Also komplett nass, ich habe es nicht bis nach innen gespürt, aber diese Außenhaut hier war komplett nass. Also sie ist nicht wasserdicht in dem Sinn. Ja? So, ich habe sie aber auch im Vollregen noch nicht benutzt. Diese Taschen hier sind großartig, das ist ein zweiwege Reißverschlusssystem, sind auch wirklich sehr groß und die Taschen sind bei mir immer voll mit 100.000 Sachen. Ja? Und mit 100.000 Sachen, Autoschlüssel und da passt wirklich viel rein. Also ich schaue dann wirklich aus wie überdimensioniert, weil dann habe ich nicht nur unten eine Wampe, sondern auch oben. Aber was soll's? Mir ist das sowieso wurscht. Ich habe da eh keinen Anspruch. Aber die ist wirklich super. Du kriegst da alles rein auf beiden Seiten. Das ist super. Übrigens billige Eigenwerbung, das ist der wunderbare Reini Rossmann Airbus. Das 42 A-konforme Allround-Fahrtenmesser. Auch das passt. Wie gemacht? Was, billige Eigenwerbung, ist das aufgefallen, ja? In diese Jacke rein. Also ist wirklich cool. Aber, und jetzt möchte ich noch eines sagen. Was mir im Gegensatz zu der Carinthia, die halt beim Zip, das ist nämlich das Schöne. Weißt du, warum ich die Carinthia mit nicht mehr trage? Das liegt da, nicht daran, was ich die nicht mag, aber Carinthia nicht mag, ist super. Aber der Zip immerhin wird und ich bin da. Da gebe ich Geld aus, aber der Zip hin. Und das ist mir bei allen passiert. Und deswegen habe ich gesagt, na, mache ich nicht mehr. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist was anderes. Ja? Wobei ich auch fair sein will. Carinthia hat mir eine Stellungnahme geschickt nach meinem letzten Video, dass das bei der neuen Version jetzt nicht mehr der Fall ist. Ich werde mir diese neue Version auch holen und werde dann den nächsten Winter ausgiebig testen und dann werden wir schauen, ob das stimmt oder nicht. Also ich will da jetzt kein Carinthia-Bashing machen. Das will ich fix so nicht verstanden wissen. So, Punkt aber dabei ist der Zip ist großartig. Ich liebe diesen Zip und auch wenn ich noch so halb offen habe, da ist nie irgendwas ausbrochen. Also ja, das taugt mir total. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Käme ich überhaupt nicht mehr aus. Warte kurz. Tasche, Zip, cool. Ich weiß nicht mehr. Wurscht. Ich werde alt, wie du siehst hier überall. Ich werde alt und vergesslich. Nein, Jacke ist großartig. Taugt mir total. Jetzt auch zum Beispiel, wenn du jetzt über die Handschuhe drüber gehen willst, mit dem hier, das ist alles ein bisschen flexibel. Ja? Kannst du zumachen. Geht sie gut aus. Natürlich, wenn ich dann wieder Akrobatik mache, dann geht es natürlich wieder nach unten. Das ist ganz klar. Aber das passt alles gut. Ich kann gegen diese Jacke. Oh ja! Es ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar im Vergleich zur Carinthia. Schau mal her. Da hier ist dieses Huppelpuppel, mit dem ich den Zip auf und zu machen kann. Und jetzt sage ich da was. Mir ist das echt Blunzen, wie man bei mir sagt in Österreich, ja, in Ostösterreich. Mir ist das Blunzen. Aber ich habe ja viele Kunden. Im Survival Shop, wirklich. Wir haben extrem viele Kunden. Wir haben extrem viele Kunden. Glaubst du nicht? Wirklich, echt jetzt. Und umso mehr Kunden du kennenlernst, umso unterschiedliche Typen lernst du kennen. Und da gibt es Leute, und das ist gar nicht böse, das ist einfach so, jedes kleinste irgendwas macht die total unrund. Und sowas könnte ein kleines Dingsbump sein. Das heißt, wenn du in die Kategorie, wenn du dich angesprochen fühlst, gar nicht angegriffen, sondern angesprochen. Wenn mit der Zeit, wenn du so etwas hast und die ein Jahr trägst und immer wieder aufmachst und dann hier solche Fäden wegstehen, dann solltest du die Jacke, wenn dich das in den Wahnsinn treibt, dann kauf die Jacke nicht, fix nicht. Das ist mir auf der anderen Seite genauso passiert. Und die hier aber,
den hier da unten, das ist ja ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, ne? Und normalerweise habe ich den immer unten und ja, den ich nicht so oft benutze, da ist das nicht passiert. Und den ich die ganze Zeit hin und her rutsche, gehen diese Fäden weg. Also ich mutmaße, dass das einfach dem Preis geschuldet ist. Ist das schlecht? Nein, es ist einfach so. Das heißt, wenn du so etipetete bist oder wie auch immer man das nennen mag, Das könnte dich echt nerven. Ja, dann natürlich, man kann Patches anbringen, wie das sicher schon auffallen ist, so reine Rossmann-Patches oder irgendwas anderes Cooles. Ich liebe die Jacke. Ich kann sie dir 100% empfehlen. Genau in dem Bereich, was ich da jetzt gesagt habe, nach 1,5 Jahren testen. Und jetzt gerade bei minus 4 Grad, leichter Wind, ich weiß nicht, ob du das auch hörst, ja, leichter Wind, der hangabwärts auf meine Glatze geht, die schon eiskalt wird. Jacke ist super. Aus dem Aus. Ich gebe da unten den Link, billigste Eigenwerbung, zu all den Produkten, entweder zu Amazon oder zu meinem Shop oder wo du das Ding sonst kriegst. Zu den Handschuhen, weil ich ja auch immer wieder die Frage kriege, was sind das für Handschuhe? Das sind einfach Mechanics-Handschuhe, Winterhandschuhe, super. Auch die sind großartig und sowieso und überhaupt. Und aus! Lass dem Kanal ein Abo da, wenn du weitere verrückte Reini Rossmann Reviews hören willst. Schreib mal einen Kommentar, was du von diesem Teil hier hältst, das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben oder nach unten. Schau auch auf aldurlaub.at vorbei, denn es ist nicht nur kalt bei uns und grauslich und windig, sondern oh, wenn die Sonne da ist, das ist wirklich wunderschön. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.